Ja, auch das ist Obstbau. Wir schneiden nicht nur Bäume und verkaufen unsere Produkte das ganze Jahr über. Wir haben auch mit unseren Maschinen zu tun. Wir haben ungefähr 9 kleine Obstbautrecker hier nötig und wir haben auch unseren Unimog. Und unser Unimog, das ist das Traurige an der ganzen Geschichte, die jetzt kommt, der hat seinen Geist aufgegeben. Der ist tatsächlich vor einer Beregnungspumpe nachts krepiert, der Motor. Da ist ein Teil rausgeflogen. Man muss sich vorstellen, der ist Baujahr 63. 1963 haben wir den gekauft. Mein Vater ist damit Jahrzehnte auf dem Acker gewesen. Ich bin damit auch groß geworden. Bin damit, da gehört ja noch ein Führerhaus drauf und alles. Das liegt da vorne in Einzelteilen. Bin damit über die Dörfer gefahren mit der Glocke in der Hand und habe als Schüler schon meine Äpfel verkauft. Also der hat. Ist mit mir durch dick und dünn. Also ich bin richtig traurig, dass der kaputt ist. Und wir sind jetzt dabei, haben mit eigenen Leuten den erstmal auseinandergenommen und haben das Herzstück, das ist der Motor, das ist ein 34 PS Motor, mit dem kann man alles machen. Man muss nicht 500 PS und mehr haben. 34 PS sitzen da drin, ein alter Daimler Motor, der auch in den alten Mercedes-Autos drin war, die irgendwie in den 60er Jahren umhergelaufen sind. Da hat er 60 PS, unser hatte 34 PS runtergedrosselt. Ganz sparsam, viel, viel sparsamer als alles, was wir heute an hochgezüchteten Motoren haben, muss man echt sagen. Da stecken wir jetzt richtig Kohle rein, um den wieder tipptopp zu machen. Der wird auch neu lackiert. Da stecken wir wirklich Unsummen rein, aber ich bin da auch schuldig. Der ist eine. Das war unsere erste große Anschaffung damals, der erste Trecker, der neu gekauft worden ist hier auf dem Hof. Das kann ich jetzt nicht verschrotten. Man muss sehen, wo man die Teile bekommt. Der Motor wird aufgearbeitet jetzt von einer Fachfirma. Da wird alles auseinandergenommen und zerlegt und alles picobello gemacht. Und dann kommt er da wieder ran und dann kommt das Fahrerhaus rauf, dann wird das alles lackiert. Und dann hoffe ich, dass der nochmal 20, 30 Jahre für uns tätig sein wird.